Fordert Google unsere Hochschulen heraus? Laufen den Fachhochschulen und Unis bald die Studierenden weg? Müssen sich die Hochschulen angesichts neuer Abschlüsse, die Google jetzt anbietet, bald warm anziehen? In diesem Video wollen wir ein paar Antworten auf diese Fragen geben. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Bildungsfernsehens hier beim Stifterverband. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, bei uns geht es heute um die neuen Google-Zertifikate und um die Frage, ob sie eine Gefahr für klassische Hochschulen darstellen. Aber was ist denn eigentlich passiert? Es begann, wie so oft, mit ein paar Tweets. Im vergangenen Sommer meldete sich Kent Walker, seines Zeichens Senior Vice President von Google, bei Twitter zu Wort. Today Google is rolling out a comprehensive new digital jobs program to help Americans get back to work. Break down educational barriers by prioritizing skills and support the country's economic recovery. Okay, nach dieser etwas patriotischen Einleitung wird er dann konkret. A new suite of Google Career Certificates will help Americans get qualifications in high-paying, high-growth job fields. No college degree required. Soweit, so gut. Klingt erstmal relativ harmlos. Muss man deswegen befürchten, dass Google hier einen Angriff auf das Monopol staatlich anerkannter Abschlüsse startet? Den Wirtschaftsethiker und Philosophen Peter Seele aus der Schweiz treibt das jedenfalls um. Er spricht von einem Vorstoß ins Herz der klassischen Hochschule. Der Angriff von Google entspricht dem, was das US-Militär Full Spectrum Dominance nennt. Der Google-Abschluss dauert 6 Monate statt 4 Jahre, ist komplett online, kostet einen Bruchteil an Gebühren, wohlgemerkt im Vergleich zum US-System, und als Durchstoß wird von Google als Arbeitgeber als äquivalent zu 4-jährigen Universitätsabschlüssen bewertet. Für die teuren US-amerikanischen Universitäten könnte das in der Tat zu einem Problem werden, wenn wichtige Gebührenzahler plötzlich ausbleiben. Google sagt zwar einstweilen nichts über die Kosten, aber vergleichbare Google-Kurse, beispielsweise auf der Plattform Coursera, kosten gerade mal $49 pro Monat. Wäre es hier ähnlich, käme man mit einem Einsatz von $300 zu einem berufsqualifizierenden Abschluss. Google will erstmal nur für 3 Berufsbilder ausbilden und lockt auch direkt damit, was man in diesen Jobs denn so verdienen kann. Zum Beispiel Data Analyst $66.000, Project Manager $61.000 und UX Designer $84.000. Das klingt nicht nur in amerikanischen Ohren sehr reizvoll. In wenigen Monaten bekomme ich für einen überschaubaren finanziellen Aufwand einen gut bezahlten Job bei Google oder anderen Partnern dieses Programms, wie zum Beispiel Walmart oder Hulu. Kent Walker schreibt auf dem Google-Blog: These new career programs are designed and taught by Google employees who work in these fields. The programs equip participants with the essential skills they need to get a job. No degree or prior experience is required to take the courses. An dieser Stelle legt Google den Finger in die Wunde. Hat man Universitäten nicht weltweit oft vorgeworfen, zu theoretisch zu sein, zu lange auszubilden, nicht genug darauf zu achten, welche Fähigkeiten von Absolventen und Absolventinnen später im Job verlangt werden? Es geht also vor allem um Skills, weniger um klassische akademische Grade. Bringt Google damit die Universitäten in Zugzwang, die eigenen Lehrinhalte anzupassen oder noch härter formuliert, beeinflussen demnächst Technologiekonzerne, was gelehrt wird? Oder ist diese Befürchtung eher übertrieben? Ich finde das, ja, in der Tat übertrieben. Dass Technologiekonzerne, die wirklich führend sind, wenn es darum geht, Technologie weiterzuentwickeln, einen Einfluss darauf haben, was in Technologiestudiengängen an Hochschulen gelehrt wird,
Das ist meines Erachtens ein wünschenswertes Szenario. Wer soll denn die Inhalte sonst bestimmen? Ich glaube, das ist eher ein Problem, dass wir heute noch zum Beispiel Informatikstudiengänge haben, wo die Studierenden am Ende rausgehen und auf die Arbeitswelt, die auf sie wartet, überhaupt nicht vorbereitet sind, weil sie überhaupt nicht mit gängigen Tools und Technologien arbeiten, sondern immer noch in einem Lehrplan feststecken, der vor 10 oder 15 Jahren geschrieben wurde. Auch Oliver Janoschka vom Hochschulforum Digitalisierung sieht das, was Google da anstrebt, eher gelassen. Es gibt eine Tendenz zu Zertifikaten, die stärker auch im beruflichen Kontext eine entsprechende Wirkung haben. Ich sehe das aber alles andere als eine Revolution, die hier jetzt ausgerufen wird, sondern eher als einen evolutionären Weiterentwicklungsschritt, der sich hier vollzieht und der eben die Hochschulen aufruft, sich dazu zu positionieren, im Zweifel sogar selber neuer Akteur zu werden. Und von daher bin ich in der Hinsicht überzeugt, dass man von Google lernen kann, dass man an manchen Stellen vielleicht auch durchaus Anerkennungsprozesse so organisieren kann, dass man die integriert. Aber ich würde sagen, wichtig ist, dass die Hochschulen hier ihre gestalterische Verantwortung wahrnehmen und es nicht auf so einem Feindbild abwälzen, weil das ist dann genau die Arroganz zu sagen, dass man so für sich ein geschlossenes System hat. Ich glaube, die Zeiten sind zunehmend vorbei. Okay, offen sein, von Google lernen, die eigenen Standards und Lehrinhalte überdenken, das ist sicher richtig und notwendig. Aber dennoch ist das von Google propagierte schnell und preiswert in dem Beruf für viele Studierende doch sehr verlockend. Zunächst einmal nur in den USA, aber vielleicht auch bald bei uns, wie Johannes Heinlein von edX vermutet. In Deutschland besteht dieser finanzielle Druck für Hochschulen noch nicht so sehr und er besteht mit Sicherheit auch noch nicht so sehr für die Studierenden. Das ist in den USA eben ganz anders und die Gefahr besteht, dass sich das Modell früher oder später auch auf Deutschland ausbreitet, weil die Resultate für sich selber sprechen. Wenn ich mit einem professionellen Zertifikat von Google oder einem anderen Unternehmen mein Ziel erreiche, einen neuen Job finde oder einen weiteren Karriereschritt finde, warum dann an die Hochschule gehen? Und da sind die Hochschulen doch noch oftmals in diesem alten Denken, mein Wert besteht im Wert des Lernenvermittelns und des Humboldtschen Prinzip. Das ist sehr wichtig, aber das kann eben nicht oder sollte nicht das einzige Prinzip sein, nach dem man zusammen im Markt operiert. Bei der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz, also dem Zusammenschluss aller Rektoren und Präsidenten von Hochschulen, macht man sich über diese Entwicklung auch Gedanken. Vor allem die Vizepräsidentin der HRK, Monika Groß, die ist für Digitalisierungsfragen und Weiterbildung zuständig. Wir haben sie gefragt, ob die Google-Abschlüsse dazu geeignet sein könnten, klassische Hochschulabschlüsse zu entwerten. Nein, davon bin ich ganz fest überzeugt, dass es es nicht abwertet. Warum? Es kann gut sein, dass eine Firma wie zum Beispiel Google dieses 6-monatige Ausbildungsprogramm wertet und die Leute einstellt. Aber was ist, wenn sie entlassen werden und sie sollen sich anderswo einarbeiten? Dann fehlt ihnen genau das, was eine Hochschulbildung ausmacht, diese auch umfassende Methodenkompetenz. Und die kann in 6 Monaten einfach nicht entwickelt werden. Hochschulbildung bietet Absolventen also viel mehr als nur die Aussicht auf einen guten Job. Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt immer mehr Unternehmen, die auch weltweit verkünden, dass für die allermeisten ihrer Berufe, die sie ausschreiben, kein akademischer Abschluss mehr erforderlich ist. Ernst & Young war ein prominentes Beispiel vor etwas über einem Jahr zum Beispiel. Weltweit. Das heißt, als traditionelle Hochschule muss ich mich fragen, was ist denn meine Existenzberechtigung, wenn ich nicht mehr der Herr über Wissen, Fachwissen und Lerninhalte bin, weil das Internet da viele, viele, viele Quellen zur Verfügung stellt. Und wenn die Hoheit über die Vergabe von Abschlüssen, die ich habe, auch nicht mehr entscheidend ist dafür, dass Menschen einen Job bekommen. Und da finde ich, fängt eine sehr spannende Diskussion an, die genau dahin führt, wo wir als Code uns gerade befinden gedanklich, nämlich: Was ist es denn, was unser Lernkonzept unseren Studierenden bieten muss, damit sie sich als Person weiterentwickeln, damit sie nicht nur spezifisches Fachwissen anhäufen, sondern damit sie in der Lage sind, sich in jeder zukünftigen Gesellschaft, Wirtschaft, Arbeitswelt zurechtzufinden, kontinuierlich weiterzulernen,
damit sie das haben, was sie brauchen, um diese Zukunft und diese zukünftige Gesellschaft aktiv mitgestalten zu können. Und das führt zu ganz anderen Fragen, das führt zu ganz anderen Lernkonzepten. Und wenn man sich darauf eingelassen hat, dann ist Google überhaupt keine Konkurrenz mehr. Zumal eine der großen Stärken von Hochschulen ja das gemeinsame Lernen vor Ort ist. Da, wo Universitäten nicht nur rein virtuell existieren, ergeben sich ja auch große Chancen. Also ich glaube, die wirklich besondere Stärke der Hochschulen ist ihre Präsenz, Campus-Tradition. Das Erforderliche ist nur, dass man diese Strukturmerkmale, die das so zementieren, die das vielleicht fast korsettartig schnüren, dass man die jetzt überwindet, dass man eine neue Lernraumarchitektur entwickelt, dass man es schafft, die Präsenz wirklich zu veredeln und den Wert des Zusammenkommens vis-à-vis, dass man den in den Vordergrund rückt. Da kann man, glaube ich, auch eine Menge von angelsächsischen Hochschulen lernen, die schon viel stärker auch seit Jahren dabei sind, in kleineren Gruppen Lernprozesse zu organisieren. Wenn da jetzt das Digitale mit reinkommt und man eben in so einem Blended-Modell wirklich dafür sorgt, dass der Lernende optimale Voraussetzungen hat, dann ist die Werthaftigkeit der Hochschulen, glaube ich, eher gestärkt. Also halten wir mal fest, unser Bildungssystem bietet so viele Vorteile für Studierende und Absolventen, dass wir uns vor Google nicht zu fürchten brauchen. Nichtsdestotrotz beschäftigt sich auch die Hochschulrektorenkonferenz mit den neuen Micro-Degrees. Denn dass die durchaus Potenzial haben, das weiß auch Monika Groß. Da gibt es ein enormes Potenzial und das haben wir den Hochschulen auch empfohlen, sich damit auseinanderzusetzen. Denn mit diesen Formaten könnten zum Beispiel Einstieg, also vor dem Studium, interessante Möglichkeiten für potenzielle Studierende angeboten werden. Es kann nach dem Studium Zusatzqualifikation geben. Es kann in der wissenschaftlichen Weiterbildung eine sehr große Rolle spielen. Es kann natürlich auch fürs Marketing einer Hochschule gut sein oder aber auch für die Weiterqualifizierung der Hochschulmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Frage ist, ob das ausreicht. Denn noch sind die Versuche von großen Unternehmen, Menschen auszubilden, stark auf das Thema Weiterbildung ausgerichtet. Viele, die ein Unternehmenszertifikat anstreben, haben oftmals schon eine grundständige Ausbildung hinter sich. Aber dabei wird es nicht bleiben, weiß Johannes Heinlein. Grundsätzlich wird die spannende Frage sein, wann und inwieweit werden sich Unternehmen auf die traditionelle Bachelor-Studiengänge, auf das Undergraduate im Englischen, auf die Studienanfänger auch forcieren. Auch das passiert heute schon, aber hauptsächlich durch Hochschulen. Also diese Micro-Credentials, bei edX ist das ein Micro-Bachelor. Ich muss heute nicht mehr an die Hochschule gehen, sondern kann eben online über verschiedene Micro-Credentials von verschiedenen Hochschulen einen kompletten Studiengang abbilden, ohne jemals an eine Hochschule zu gehen. Und der Trend wird sich weiterhin forcieren. Und um nochmal zum Anfang zu kommen, die spannende Frage wird sein, inwieweit werden dort nicht traditionelle Institutionen, also Unternehmen, sich auf diesen Markt auch forcieren wollen. Heute passiert das noch nicht. Ich denke, es wird in Zukunft auf jeden Fall so kommen. Es wird also noch richtig interessant werden auf diesem umkämpften Markt. Letzten Endes wird es für jeden Einzelnen darauf ankommen, sich zu entscheiden. Setzt sich eher auf die Stärken einer klassischen Hochschule, die viel Wert auf Methodendenken und Persönlichkeitsbildung legt und die auch versucht, mich auf die Unwägbarkeiten im Leben vorzubereiten. Oder will ich lieber schnell ans Ziel kommen, weil mir vielleicht die finanziellen Mittel oder auch die Zeit für eine lange, umfassende Ausbildung fehlen? Aber gerade Letzteres ist auch mit Gefahren verbunden. Also, was ich kritisieren würde, ist, dass der Eindruck entsteht, dass es ausreicht, speziell als junger Mensch, einen 6-monatigen Kurs zu machen und dass man dann vorbereitet ist auf nicht nur einen spezifischen Einstiegsjob, sondern auf die Arbeitswelt oder vielleicht sogar auf die Welt, auf die Zukunft insgesamt. Denn das halte ich für fatal. Natürlich kann ich mit Blick auf eine heutige Wirtschaft jemandem sagen, wenn du das lernst, dann ist die Chance, dass du in 6 Monaten einen Job bekommst, sehr hoch. Was ich aber nicht sagen kann und was meines Erachtens vielmehr die Aufgabe von Bildung sein muss, ist, den Menschen das mitzugeben, was sie brauchen, um auch in 20 Jahren
noch nicht nur einen Job zu finden, sondern insgesamt mit den Entwicklungen von Technologie und Gesellschaft mitzuhalten. Und das müsste eigentlich als Disclaimer ganz groß oben drüber stehen. Dieser Kurs wird dir helfen, in 6 Monaten einen Job zu finden. Aber dieser Kurs wird dir niemals helfen, in 10 Jahren auch noch mitzuhalten mit dem, was da um dich herum passiert. Sprich, wir müssen Menschen und gerade junge Menschen in die Lage versetzen, zu unterscheiden zwischen einem interessanten Kurs, der mir hilft, eine spezifische Sache zu lernen, und dem, was ich brauche, um überhaupt in dieser zukünftigen und von Technologie und insbesondere von Technologiekonzernen wie Google massiv beeinflussten Welt nicht nur zu funktionieren, sondern sie aktiv mitzugestalten. Denn was wir ja gerade erleben, ist eine sehr viel kritischere Entwicklung, die gar nichts mit diesen Zertifikaten zu tun hat, sondern damit, dass Konzerne wie Google eine Technologiewelt kreieren, die für den normalen Menschen überhaupt nicht mehr verständlich ist, wo der normale Mensch eigentlich, ja, Opfer klingt jetzt so dramatisch, aber eher Produkt als Nutzer ist und wo hinter den Kulissen, hinter den Bildschirmen, in den Algorithmen, auf den Servern so viel passiert, was normale Menschen nicht verstehen, dass es, glaube ich, schwer wird für uns, eine Gesellschaft noch mitzugestalten, wenn wir dafür kein Verständnis entwickeln. Und das ist Aufgabe von Bildung. Und deswegen, glaube ich, sind die Zertifikate eigentlich überhaupt nicht das Thema. Das Thema ist eher, wie bereiten wir Menschen auf eine Gesellschaft vor, die so massiv von Technologiekonzernen beeinflusst wird. Ja, und damit kommen wir jetzt zurück zum Anfang, nämlich zum Artikel von Peter Seele. Ihm graut es vor einem Bildungsbegriff, der durch reines Skill-Denken bestimmt wird. Sollten sich Googles Berufszertifikate allerdings wie zu erwarten durchsetzen, hätte diese Skills-only basierte Grundüberzeugung eine verheerende Auswirkung auf all jenes, was von Wilhelm von Humboldts geistigem Erbe übrig geblieben ist. Die Einheit von Forschung und Lehre vorbei. Ja, das war's auch schon wieder von uns. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier auf diesem Kanal geht's bald wieder weiter. Wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Ihr und euer Michael Sonnabend.